Andreas, zunächst doppelte Gratulation. Einmal heute zu deinem Ehrentag, denn du hast Geburtstag. Alle herzlichsten Glückwünsche. Vielen Dank. Und herzliche Glückwünsche auch zu einer wieder mal grandiosen Riesling-Gala vom CCW. Ja, die hat ein ganz spezielles Publikum. Es gibt auch Menschen, die keine 5-6 Stunden Sitzung machen wollen, aber trotzdem ein bisschen an der Narretei teilnehmen. Ja, und wir haben eine überdimensionale Weinprobe mit närrischen Einlagen, ein Konzept, was jetzt schon zum 22. Mal sehr gut angekommen ist. Deswegen werden wir das fortführen. Es war eine tolle Stimmung im Saal. Wir hatten tolle Weine von tollen Rheingauer Weingütern. Eine für uns auch eine rundherum gelungene Sache und ich glaube für unser Publikum auch. Diesmal als Querdenker auf einer Corona-Demonstration. Und wieder halten diese ein Schild hoch und darauf steht: Echte Männer tragen keine Maske. Da habe ich mir gedacht, wenn du wirklich ein richtiger Mann bist und keine Diktatur möchtest, dann flieg in den Iran und sei eine Frau. Ihr hattet aber auch wieder ganz tolle Nummern am Start. Wo hast du die denn alle aufgetan? Zum Beispiel auch die Garde aus Köln. Wir hatten zwei Kabarettisten im Programm. Die beiden Herren habe ich im Laufe der letzten Jahre beim Rheingau Musikfestival kennengelernt. Wenn man ein bisschen im Rheingau unterwegs ist, findet man schon viele Künstler. So, und die Kölner Garde habe ich durch den Kontakt eines Freundes, eine ganz tolle Gruppe, die auch einen sehr guten Ruf hat. Und der Applaus hat bestätigt, dass das die richtige Wahl war. Bürgermeister, die fünfte Jahreszeit hat uns fest im Griff. Wie ist es so, wenn man seinen Rathausschlüssel abgeben muss? Ist ja noch nicht so weit. Das ist erst am Fasnachtssamstag. Wir werden das Rathaus wie immer verteidigen mit allem, was wir haben. Und ich bin mir sicher, dieses Jahr kriegt die Dacho den Schlüssel nicht. Wir haben ja ganz tolle Fasnachtsvereine. Heute beim CCW die närrische Riesling-Gala. Wie hat es Ihnen gefallen? Es ist ja eine Traditionsveranstaltung seit über 20 Jahren. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Da steht der Wein im Mittelpunkt. Da steht natürlich großartige Unterhaltung im Mittelpunkt. Tolles Publikum. War ein wunderschöner Abend, den wir sehr genossen haben. Wir im Rheingau oder auch in Wiesbaden trinken ja gerne mal unseren Riesling. Was sind Sie denn für ein Weintyp? Eher so der Trockene, Halbtrockene oder vielleicht der Spätlesetyp? Also erstmal bin ich ja ganz froh, dass man nicht mehr nur auf den Riesling festgelegt ist, sondern dass es im Rheingau und auch in Wiesbaden viele schöne andere Weine gibt, zum Beispiel einen schönen Grauburgunder oder einen Weißburgunder. Das macht die Sache noch ein bisschen vielfältiger, finde ich. Ich mag das alles gern. Ich mag eigentlich ganz gern so die Halbtrockenen. Alles, was so ganz trocken ist, da muss ich ehrlich sagen, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Säure häufig. Und ich mag es gern, wenn es so ein ganz kleines bisschen in die milde Richtung geht. Ich hatte dann noch gefragt, wie heißt du denn, bitte gute Fee? Hat sie gesagt, ich bin die Büffee. Ich bin nach Hause und ich muss Ihnen sagen, ich war so frustriert, weil mir das in letzter Zeit so häufig passiert. Selbst gute Freunde, und ich meine, wofür sind Freunde da? Freunde sind doch dafür da, einem im entscheidenden Augenblick die Wahrheit nicht zu sagen. Ich habe Freunde, und die können nichts dafür, die sind in den Fängen einer ziemlich üblen Sekte. Die sind Weight Watcher. Also die Weight Watcher kennen, das sind Menschen, die fressen Punkte. Die haben einen missionarischen Drang, das geht auf keinen Kuhhaut. Mein Kumpel sagt einmal zu mir, du, ich esse so viel, wie ich will. Und ich nehme immer weiter ab. Ich sage, super, ich esse auch so viel, wie ich will. Und ich nehme immer weiter zu.
Und das muss so sein. Weißt du, unsere Erde hat ein gewisses Grundgewicht, das ändert sich nicht. Wenn du jetzt abnimmst, das ist Physik. Gesetz von der Erhaltung der Masse. Liebe Steffi, du als Weinkönigin kannst mir sicher sagen, was für ein Spektrum an Wein wir heute Abend verkosten konnten. Wir hatten natürlich tolle Rieslinge, tolle trockene Rieslinge, bis zu den Auslesen als Riesling, als auch einen tollen Riesling-Sekt. Also der Rheingau hat sich mit seinem Riesling heute bestens präsentiert. Was hatten wir denn jetzt für ein Weinjahr? War das gut? Wir können auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Es war ein tolles Weinjahr. Es war diesmal nicht zu heiß, es war auch nicht zu nass. Also wir konnten eigentlich ein bisschen entspannter in die Lese gehen wie in den letzten Jahren. Es war jedenfalls eine tolle Gala, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und ich denke, wir machen uns so einfach jetzt noch einen schönen Abend. Genau, wir machen uns einen schönen Abend und dann spätestens nächstes Jahr sehen wir uns hier wieder. Genau, ich danke dir. Ich begrüße heute Abend bei der närrischen Riesling-Gala Ann-Kathrin die Erste. Wie hat es dir denn gefallen? Es war ein total schöner Abend. Also für mich war auch mal eine ganz neue Situation, weil ich oben im Komitee sitzen darf. Das kannte ich bis jetzt noch so überhaupt nicht. Also bis jetzt auf einer Sitzung oder Fastnachtsveranstaltung war ich immer im Publikum. Ich war auch schon ein paar Mal hier auf der närrischen Riesling-Gala zu Gast, damals auch immer im Publikum. Jetzt mal dieser neue Blickwinkel war auf jeden Fall sehr spannend, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war ein unglaublich toller Abend. Welchen Wein trinkst du denn gerne als Weinkönigin? Also natürlich einen guten Rheingauer Riesling. Das ist mein All-Time-Favorite sozusagen. Der passt zu jeder Lebenslage, ob trocken, halbtrocken, mild, ausgebaut. Da nehme ich wirklich alles, je nachdem zur Situation.